Adriano fühlt sich plötzlich sogar nicht mehr von Jessica angezogen, und Fans sind nicht überrascht. Bei Love Island verguckte sich der Lockenkopf in die Einzelhandelskauffrau. Der Lagerlogistiker wollte der Beauty sogar näher kommen, doch sie blockte ab. Der Grund? Jessica wollte Adriano erst offenbaren, dass sie eine Transfrau ist. Nachdem sie mit dem 27-Jährigen offen sprach, ruderte dieser jedoch zurück und verpasste ihr einen Korb. Viele Zuschauer ahnten, dass Adriano nicht mit Jessicas Trans-Hintergrund klarkommen würde. Promiflash wollte von euch wissen, ob ihr damit gerechnet habt, dass Adriano Jessica einen Korb geben würde, nachdem sie sich ihm gegenüber geöffnet hatte. Von insgesamt 3745 Lesern waren 3397 und damit 90,7% Stand, 24. März 9.50 Uhr nicht überrascht davon, dass der Hottie nach Jessicas Beichte einen Rückzieher machte. Lediglich 9,3% waren schockiert davon, dass Adriano plötzlich nicht mehr auf Jessica stand. Nach Jessicas Offenbarung sprach Adriano mit Mark über die Situation. Hast du es nicht gemerkt? Das weiß jeder, oder? Fragte Mark den verwirrten Adriano verdutzt. Dieser schüttelte jedoch ungläubig den Kopf und suchte daraufhin das Gespräch mit Jessica. Es kann nichts werden, ich finde dich mega sympathisch, ich mache mir einen Kopf, vielleicht weil die Situation so komisch ist. Ich hoffe, dass sie jemanden kennenlernt, der da offener ist, gab Adriano zu.